Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute unschwer zu erkennen mit dieser Mama, aber vor allem noch mit dieser Tesla und White Tesla. Da haben wir heute was ganz Spezielles vor. Diese Mama ist gerade viel unterwegs und deswegen brauchte sie ein Mietauto. Und der gute Chris aus Konstanz, der verleiht ein weißes Tesla Model 3 und das hat er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Long Range, Performance, Dual Motor. Also alles, was das Herz begehrt. Genau, Dual Motor, Long Range und Performance, 75 Kilowattstunden Kapazität, genauso wie unserer. Wir hatten gedacht, wir probieren mal so ein bisschen rum. Verbrauch, Geschwindigkeit, Tempo testen. Und ich glaube, bevor dir jetzt total kalt wird hier, setzen wir uns mal in eins von den beiden rein. Ja, ja, an der Stelle erstmal nochmal ganz herzlichen Dank an den Chris von white-tesla.com, dass er uns dieses Model 3 hier zur Verfügung gestellt hat. Diese Mama braucht im Moment gerade für längere Zeit ein Auto, weil sie viel unterwegs ist. Und da war das natürlich eine super Gelegenheit. Vielen, vielen Dank. Und so können wir hier auf dieser Start- und Landebahn gleich noch ein paar Tests ausprobieren. Du bist jetzt schon eine ganze Weile damit gefahren. Wie ist es dir so gegangen? Ich finde jetzt den Unterschied im Alltagsbetrieb. Ich bin den jetzt viel im Lässig-Mode gefahren. Ah, okay. Nicht wirklich relevant oder nicht zu merken. Na gut, mit Lässig ist jetzt dann auch gleich vorbei, ne? Aber ich fahre, egal ob jetzt meinen oder den hier, ich fahre den, weil ich von A nach B kommen muss. Und klar, wenn ich da irgendwie auf einer Ausfahrt mal auf die Autobahn muss und da mal kurz aufs Gas drücken kann, damit ich an dem LKW noch rechts vorbeikomme, gut. Und es ist ja genauso ein schönes Auto wie unsere. Also, Es ist ein genauso schönes Auto wie unsere. Es hat auch noch ein weißes Interieur. Ist praktisch noch schöner. Aha. Und ich würde mich fürchten, wenn ich ein weißes Interieur in meinem Auto hätte. Okay. Also ich würde mich nicht mehr mit der Jeans reinsitzen trauen. Ich würde mich vor allen Dingen, ich brauche auf jeder Autofahrt einen Erdnuss-Schokoriegel. Chris, hör mal weg. Nicht gut. Habe ich auch nicht gemacht. Ja. Nicht genau. Gut auf weißen Ledersitzen, okay. Oder was auch immer das ist. Ihr kennt vielleicht den Technik-YouTuber Felix Bahr, der hat sich auch einen gekauft mit weißem Interieur. Den habe ich gerade kürzlich gesehen. Der hat also gezeigt, wie man mit so Babywischtüchern, also nicht mit Ölgetränken, sondern normalen, auch solche Sachen ganz gut wieder wegkriegt. Offensichtlich sind die ganz gut zu putzen. Ich wische meinen Tesla nicht mit Popotüchern. Eine Sache, die wir schon bei der Herfahrt festgestellt haben, wir sind ja so 35 Kilometer angereist hierher, immer hintereinander gefahren, also praktisch immer genau gleich gefahren. Und da war doch gleich schon zu sehen, dass meiner 22,6 Kilowattstunden auf 100 verbraucht hat. Also unserer. Ja, also unserer, genau. Aber heute meiner und dieser weiße, schöne, meiner. Hat 26 Kilowattstunden verbraucht. Ja, praktisch bei genau der gleichen Fahrt. Was echt eine Hausnummer ist. Genau, wir haben heute 3, 4 Grad. Wir haben ziemlich starken Wind. Wir sind gefahren hier den Berg hoch, also wir haben ein paar Höhenmeter überwunden und wir sind Autobahn gefahren und auch mal 150 so. Also wir haben schon, wir können jetzt nicht auf den typischen Durchschnittsverbrauch kommen, der hier, glaube ich, bei 18 liegt und bei uns bei 15, der offizielle. Das ist schon klar. Aber man hat doch gemerkt, dass der eindeutig mehr verbraucht. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie das ist, wenn wir jetzt ihn mal ein bisschen treten. Machen wir 2, 3 Starts hier auf, von 0 auf 100. Okay? Also, viel Spaß. Ich gebe zu, du warst schneller. Ja, das hat man, glaube ich, gesehen. Also, wie war's? Beim ersten Mal, also wir haben das ja 2, 3 Mal gemacht,
beim ersten Mal habe ich mich ganz ehrlich nicht getraut, weil ich den Eindruck hatte, mir würde schwarz vor Augen werden. Da bin ich wieder auf dem Gas gegangen, irgendwie bei 90 km/h. Beim zweiten Mal habe ich nicht ganz durchgedrückt. Ey, du warst jedes Mal viel schneller als ich. Und beim dritten Mal habe ich dann durchgedrückt, okay, und habe praktisch, als ich das erste Mal auf den Tacho geguckt habe, war ich schon bei 100. Was man auf jeden Fall mal sagen kann, ich hatte keine Chance. Ich habe dafür viel weniger Ladung verbraucht. Also man sieht hier bei deiner Verbrauchsanzeige, dass der Verbrauch praktisch permanent über 600 geht. Über 600? Über 600. Also ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also er stößt da oben an, praktisch wie so ein so eine verzerrte Audiokurve. Bei mir ist es vielleicht immer zwischen 400 und 500 und mal im Peak-Bereich vielleicht auch bei 600 gewesen. Und bei dir stehen 40,3 im Durchschnitt als Durchschnittsverbrauch auf die letzten 10 Kilometer jetzt. Und bei mir sind 27,9 im Schnitt. Also das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Insofern kann man sagen, auf jeden Fall schneller ist der hier und ein bisschen sparsamer ist der andere. Ich hatte vorhin den Eindruck, dass man hier ein bisschen mehr vielleicht von den Motorgeräuschen vorne hört, aber das ist minimal. Ansonsten sind es einfach beides wunderschöne Model 3. Also ich könnte jetzt von der Lautstärke keinen großen Unterschied ausmachen. Ich habe wirklich hingehört, aber das ist einfach, also ich bin und bleibe ein großer Tesla-Fan, ob der jetzt alles angetrieben hat oder nur eins. Und solche Übungen machen wir natürlich normalerweise nicht. Das sollte man ja auch nicht machen mit den Autos. Genau, das machen wir jetzt abgesperrten Gelände. Für euch, für dieses Video, damit ihr das auch mal seht. Weiß gegen Schwarz, diese Mama gegen dieser Dad. Wir haben natürlich gefragt. Genau. Herzlichen Dank nochmal an Chris von white-tesla.com, dass wir dieses Auto hier bekommen haben. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Aktiviert die Glocke, abonniert meinen Kanal, kommentiert gerne, was ihr sonst so sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Das war's mit dieser Mama. Und dieser Dad. Bis zum nächsten Mal.